Ja, das ist dann wieder dieser Wiederspielwert, ne? Dass man wieder von vorne anfängt. Und dann endlich mal an andere Stellen kommt, wo man vorher nicht hin konnte. Habt ihr das gesehen? Ich kann jetzt bestimmte Blöcke bewegen. Ich wusste, dass ich stärker bin, als ich aussehe. Mit dieser Fähigkeit bin ich in der Lage, völlig neue Gebiete innerhalb des Pilzkönigreiches zu erreichen. Oder in die uralten Gärten zurückzukehren und dort zuvor unzugängliche Gebiete zu erkunden. Die Rabbits haben die Kanone so verbessert, dass man sich nun aussuchen kann, wohin man geschossen werden will. Meinen Quellen zufolge wurde Bowser Jr. zuletzt dabei beobachtet, wie er sich in Richtung Sorbet-Wüste aufgemacht hat. Folgen wir ihm und holen uns Spawny zurück. Nö. Gehen wir erstmal nochmal hier hin. In die Kampfzentrale. In der Teamauswahl lasse ich den jetzt drin. Den Luigi. Waffenauswahl. Die haben ja gesagt, neue Waffen. Oh, schön. Boah, jetzt mache ich aber richtig Schaden. Sprungschaden oder Honigschaden? Ne, machen wir wieder Honigschaden. Zack. Der Luigi hat sowieso ja schon mehr Schaden als die anderen. So, Fertigkeiten. Aber wieder 20 Punkte. Ach so, hier. Erhellen sich einen weiteren Schussversuch, verkürzt den Cooldown. Das wäre natürlich geil. Heldensicht, ein weiterer Schussversuch. Das wäre natürlich richtig geil. Erhöht den Wirkungsradius, Kraftpaket, verkürzt den Cooldown. Boah, geil, darauf sparen wir. Auf die 60, oder? Ah, nee, kann man auch später machen. Erhöht den Rasereischaden, Stammsprung. Der Nahkampfangriff kann mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Komm, mach mal den auch mal frei. So, dann hier unsere Peach. Mehr Rasereiangriffe. Erhöht den Rasereischaden. Erhöht den die Reichweite des Teamsprungs. Und als letztes habe ich hier Heilen freigeschaltet. Verkürzt den Cooldown, Fähigkeitsschild. Heilen, heilen. Erhöht die Fähigkeit von Schild. Ne, dann machen wir hier erhöht den Rasereischaden. Das hat auf jeden Fall sofort einen Effekt. So, Luigi hat 30. Erhöht den Rasereischaden. Könnten wir machen. Steigert den von Luigi zugefügten Schaden, während man sich in erhöhter Position befindet. Na, muss ich nicht unbedingt haben. Der Bewegungsradius erhöht sich für alle Helden innerhalb des Wirkungsradius. Ja, jetzt auch nicht unbedingt was, was ich haben möchte. Erhöhen wir da auch den Rasereischaden. So, ist doch schön. Moment, nee. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich wollte doch zu den Gärten da wieder. Wo war das denn nochmal? Ja, hier waren wir ja schon. Nee, hier ist ja auch falsch. Wenn sich diese Blöcke doch nur irgendwie zertrümmern ließen, dann können wir diesen tödlichen industriellen Vorwurf zur Hölle, bla 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 bla.
Das ist echt schrecklich. Man kann hier schon nur im Kreis laufen und trotzdem verlaufe ich mich. Nee, das war wieder das Geisterding, da können wir auch im Moment noch nichts machen. Würste will ich die ganze Zeit sagen. Nein, Sorbet-Wüste. So, ich möchte nämlich jetzt nochmal einmal durch die ganze alte Welt rennen. Bevor wir in die Sorbet-Wüste gehen. Da, uralte Gärten. Wir können mit der Kanone jetzt gucken, wo wir hinspringen wollen. Weil wir können ja jetzt das hier normalerweise bewegen. Warum geht das denn jetzt nicht? Ach so. Okay, das müssen wir auch erstmal lernen. Graben. So, wo wollen wir hin? Ganz an den Anfang am besten, ne? Bei 1. So, wir müssen ja die Level nicht nochmal neu spielen, sondern wir können da ja jetzt einfach durchrennen. Und halt Blöcke verschieben, wo wir es vorher nicht konnten. Dadurch wird das ja alles eigentlich relativ schnell. Wäre nur schön, wenn man noch so einen Turbogang drauf hätte. Aber so sammeln wir wieder schön viele Münzen ein, weil alle Münzen wieder da sind. Oh, was ist das denn? Prüfung. Eine Prüfung. Geh nochmal zum Schloss dann links. Nee, ich wollte ja nicht zur Wüste. Besiege 14 Gegner. 14? Ach, auf den Falschen geschossen. Ohne Scheiße. So, zack. Zack. Und jetzt noch auf einen schießen. Und zwar auf den. Hältst du das noch an? Und sie sollte möglichst hier in Deckung gehen, finde ich. Ach, kann sie nicht so weit. Ich wollte den da hinten erstmal noch erledigen. Aber dann machen wir das so. Hier in Deckung gehen. Und aber den da platt machen. Ah, scheiße, ich hätte Raserei mitnehmen sollen auf dem Weg. Das habe ich jetzt verkackt. Oh, mach mal auf dein Schild. Ach, schade. Ich habe gehofft, dass der bei uns sich anfängt zu bewegen als erstes. Machen die den armen Stein kaputt. Komplett weg der Stein. Okay. Da ist nicht ohne. Tja, alles scheiße. Egal, muss ich durch.
So. Dashen. Müsste reichen, damit der platt ist. Dann Luigi. Teamsprung auf den. Und dann mitten rein da. Zack. Zack. Da. Zwei weggeräumt in einem Zug. Und er soll jetzt am besten den angreifen. Oh, danke fürs Followen, Keodrin. So. Er soll ihn dashen. Dann am besten wieder zurückgehen. Nee, das bringt nichts. Auf ihn. Ja, das bringt auch nichts. Ihn dashen. Egal, wo ich hingehe, ich mache mich zur Zielscheibe. Aber ich möchte ja auch noch einen Gegner abschießen können. Hier wäre gut. Da ist gut. Naja, also gibt's wenigstens Ablenkung, ne? Und die greifen nicht meine... Ich wollte gerade sagen, die greifen nicht meine Hauptcharaktere an. Da habe ich die Rechnung aber ohne den Wirt gemacht. Nochmal beschleunigen. Wie weit die sich verdrücken, die Penner! Was für Arschnasen. Goldener Treffer, okay. Erstmal die Münzen wieder einsammeln. Wie feige, die sich alle zurückgezogen haben. Wie viel hatten Luigi noch? 155? Okay, der hat mehr als Peach. Nein. Schießen wir auf den. Aber 100%ige Trefferchance. Dann gehen wir auf Peach. Ach, scheiße. Dass die alle so weit weggerannt sind. Deswegen kann ich nicht dashen. Wie soll ich denn so viele Hasen erledigen? Das geht ja gar nicht. So, da dash ich. Er soll mich dann da auf den draufklatschen lassen. So. So, der da hinten ist noch am Leben und der da oben. Dann mache ich den erstmal hinten platt. Zack. Echt? Ja, dadurch, dass sie sich so weit verdrückt haben, alle, ist scheiße. Ich hätte da viel mit Dashen arbeiten müssen und mit dem Sprung. Aber das wird nichts, wenn die sich alle so verdrücken. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Ah gut, das ist halt die KI, ne? Verloren. Schade. Wir versuchen es nochmal. So, 3-Züge-Limit. Wir müssen das cleverer machen. So.
So, als erstes wieder Luigi. Der soll den dashen. Zack. Und dann bleibt er hier. Und macht den platt. Zack. I'm a Wiener. So, der soll den dashen. Dann zu ihm. Auf den drauf springen. Und wieder hier landen. Zack. Zack. Und auf wen schießen wir? Auf den, weil er noch mehr Energie hat. Wir bleiben jetzt einfach zentral in der Mitte. So, und sie soll ihn dashen. Dann wieder zurück. Und auf den hier hinten schießen. Rücken frei halten und so. Nee, Shield soll sie nicht machen. Sehr geil. Sehr geil. Hier wird nicht geflüchtet. Ansonsten, wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich einfach noch zu schwach für die Prüfung, glaube ich. Meine Waffen noch nicht stark genug und so. So. Dashen. Wieder zurück nach da. Hallo? Den, den du gerade angedasht hast? Genau. So. Den machen wir erstmal mit Mario. Der soll den andashen. Dann soll er zurück. So. Und wieder hier hin. Ach so, das geht nicht. Ach, dann soll er ruhig da landen. Ist mir egal. Da machen wir jetzt den mit 30. Hallo? Den. Den machen wir platt. Dann soll Luigi den da hinten nochmal kaputt machen. Der soll den dashen. Das müsste auch eigentlich reichen, um den Platz zu machen. Und dann in die andere Richtung aber in Deckung gehen. Weil da nämlich mehr Rabbits sind. So, da ist er platt. Dann schießen wir noch auf den, der da hinter uns ist. Zack, auch kaputt. Super. Jetzt sind die alle auf einer Seite quasi gefangen. Besser geht's doch nicht. Ja, die soll mal ihr Schild machen. Sicher ist sicher. Die steht als einzige offen.
Ja, seht ihr? So oft wie die angegriffen wird, gut, dass ich den Schild gemacht habe. Sonst werde ich jetzt platt. So. Jetzt gut überlegt weitermachen. Sie kann den hier wegdashen. Den wegdashen. Dann, ich muss, einmal kann sie noch schießen. Dann soll sie hier hin. So. Dann soll sie auf den schießen. Danke fürs Followen, Jo Josephine. Jo Josephine Fine. So, jetzt will ich Mario. Der soll den dashen. Das müsste reichen, um den auszusetzen. Hoffe ich zumindest. Ich muss noch alle platt kriegen in dem Zug, glaube ich. Aber wenn ich die jetzt nicht platt kriege, dann ist vorbei. Ich glaube, ich kriege die sowieso nicht mehr alle platt. Zack. Nee, hat nicht gereicht. Scheiße. Das ist Müll. Oh! Okay. Nein! Dann scheitert es gleich daran, dass einer übrig bleibt. Es bleibt jetzt gleich einer übrig. Fuck. Es bleibt einer übrig. Mit 3 Energiepunkten. Oh, hätte ich das mit dem Hammer mal früher gecheckt. Das wusste ich nicht, dass der so eine riesen Fläche angreift. Ja. Schade. Aber egal, aller guten Dinge sind 3, oder? Jetzt mit dem Wissen, mit dem Hammer. Das ändert ja jetzt alles. Ja, passt. Wir versuchen es noch einmal. Jetzt, wo ich weiß, was der Hammer da anrichten kann, wird auch ganz anders direkt angefangen. Pass mal auf. So, wir fangen direkt mit Mario an. Direkt so. Dann haben wir direkt 4 auf einen Schlag weg. Oder? Nee, einer ist ausgenommen. Warum ist denn der da hinten ausgenommen? Warum erwischt er den einen da hinten nicht? Da muss ich mich anders positionieren. So. Ey, warum erwische ich nicht alle 4? Ah, so erwische ich aber 4. So ist gut. Zack. So. Zack. Zack. Dann soll sie dahin. Und wäre eigentlich blöd, den Schuss auf den zu verschwenden. Der Luigi, der könnte den gleich. Dann machen wir so. Zack.
So, der Luigi. Kann ja eigentlich... Ah ne, das habe ich bei dem nicht freigeschaltet. Zack. Wieder zurück und den da abschießen. Ja, so machen wir es. Sehr gut. Let's go. Ja, schade, dass beide immer denselben dann angreifen. Aber okay, so ist wieder einer weg, ne? Wie oft kann Mario eigentlich den Hammer machen, würde mich mal interessieren. Also, ich muss noch einen Zug warten. Leon passt das. Okay. So, dann greift er 2 an. Zack, einer weg. Einer fast im Arsch. Im Eimer, Entschuldigung. Zack. Dann... Ja, möglichst so rennen, dass ich die angreifen kann, ne? Ja, alle so zusammen. Ja. So. Sie soll dann... Ja. Hier würde ich sagen. Und den angreifen, weil er sowieso schon fast im Arsch ist. Zack. So, Mario, über den dashen, auf sie, einen Sprung auf den, um eine Ecke. Dann schießen wir die dann noch kaputt. Zack. Oh, danke fürs Followen, Reblex HD. So, 3 Gegner noch. 3 Gegner, das ist absolut jetzt nicht zu weit wegrennen in dem Zug. Die dürfen nur nicht zu weit weg. Ja. Wird eng, wird eng. Zack. Dann soll er da hin. So, bevor ich da sage, er soll schießen, machen wir erstmal noch die restlichen hier. Und sie kann ja 2-mal dashen. Zack, zack, der müsste jetzt weg sein. Okay, und Mario, dashen, auf sie drauf, auf ihn. Jawoll. So, ja, jetzt kann ich mit 3 Leuten auf den schießen.
Prüfung geschafft. Bam. Sehr geil. Was? Dafür kriege ich 2 Energiekugeln? Wollt ihr mich verarschen? Lohnt sich ja gar nicht. Ist ja gar nicht der Rede wert. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.